Es ist so etwas wie eine große Einladung, die wir heute noch einmal hören und die an uns ergeht. Sie ergeht ja immer. Aber in dieser besonderen Zeit ergeht sie dezidiert. Es wird uns heute in Erinnerung gerufen, dass das Wort Gottes nicht eine Information ist. Und wie oft hören wir die Heilige Schrift genau so. Wir wollen etwas erfahren über. Statt, dass wir uns zuallererst unter dieses Wort stellen und etwas an uns geschehen lassen. Darauf kommt es an. Es ist die große Revolution Gottes, die uns in dieser Zeit wieder ereilt. Und er will sie mit uns tun, an uns tun. Diese große Veränderung auf ihn hin. Denn das ist ja das, was wir in dieser Zeit erneut begehen. Ja, natürlich, wir sind getauft. Große Frage, was heißt das? Wir entfernen uns von diesem Leben in Christus. Und deshalb taucht uns sozusagen die Kirche immer wieder in Bußzeiten ein, in Zeiten der Vorbereitung, als wären wir noch nicht getauft. Deshalb sind die Worte, die wir hören und die wir besonders in diesen Zeiten wieder einüben sollen, sie zu hören, sie zu lesen. Es darf überhaupt keinen Tag geben für einen Christen ohne Heilige Schrift. Das ist unmöglich. Und wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen Abreißkalendern oder mit irgendwelchen Büchlein mit frommen Sprüchen. Damit ist überhaupt gar nichts gewonnen. Das ist nicht Hören auf Gottes Wort. Das ist Puderzucker, aber nichts Richtiges. Wir müssen uns diesem Prozess der Veränderung durch das Wort Gottes aussetzen, sonst geschieht nichts mit uns. Sonst bleiben wir genauso stupide, dumm, taub und hart wie Stein. Das ist ja die Wirklichkeit der Kirche zurzeit. Und es war sie zu allen Zeiten die große Gefahr. Wenn man die geistlichen Autoren liest, die Alten wie die Neueren, wissen sie, wovor sie warnen. Mein Wort, so hören wir heute bei Jesaja, spricht Gott. Es kehrt nicht leer zu mir zurück. Es hat einen Auftrag der großen Veränderung. Was ist diese Veränderung? Die Menschen wieder an den Anfang zu bringen, in die Nähe Gottes, uns wieder in die Nähe des Paradieses zu bringen, uns wieder nach Hause zu bringen, uns dorthin zu bringen, wo wir wirklich hingehören. Wie viele Irrwege gehen wir, bis wir das kapieren? Ja, wir laufen freiwillig vor die Wand, weil wir ja nicht hören wollen. Wir hören es jetzt, wenn wir in diesen Wochen den ganzen Propheten Ezechiel lesen, denn sie sind ein Volk der Widerspenstigkeit, damals wie heute. Wir sollten uns nicht ausnehmen. Aber es ist ein Trost, wenn wir aus dem prophetischen Mund des Jesaja hören, wie Gott sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück. Es bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe. Und das ist zuallererst von Christus gesagt, der das lebendige Wort Gottes ist. Er kehrt nicht leer zurück. Er bringt uns Menschen mit. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Dass er diese große Brücke wieder schlägt über diesen Graben zwischen der Welt und Gott. Eine Welt, die bis heute die Zeichen des Todes trägt und sie erleiden muss. Aber in der Spur Jesu finden wir diesen Weg. Und es ist nicht von ungefähr, dass die ersten Bitten, die Jesus seine Jünger und uns lehrt, auf Gott bezogen sind. Als wollte Jesus selbst dem Beten noch einmal erklären, sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben. Was tun wir denn beim Beten? Oft genug sind wir nur bei uns selber. Gott vergisst das nicht, was wir brauchen. Auch das kommt im Gebet Jesu vor, aber nicht an den ersten paar Stellen. Erst am Schluss, in der zweiten Hälfte. Zuerst geht es um Gott. Und das muss das Ziel unseres Betens sein, uns bei Gott einzubergen, uns bei Gott im Gebet nach Hause zu bringen, uns auf diesen Heimweg zu begeben, uns einzuüben, dass wir dort sind, wo wir hingehören. Deshalb bietet uns die Kirche vor allen Dingen in diesen Zeiten immer wieder die Worte der Schrift, vor allen Dingen die Psalmen an.
wie die Väter sagen. In den Psalmen hören wir keine andere Stimme, die betet, lobpreist und schreit, als die Stimme Christi und die Stimme der Kirche.